Ansturm auf die Stadtbahn. Helene Fischer spielt. Helene! Einmal noch weiter bitte nach hinten durchgehen. Dankeschön. Stressige Zeiten für die Verkehrsbetriebe Hannover. Man muss schon mehr aufpassen, weil es halt einfach mehr Menschen sind auf einer Stelle. Wenn 9000 Fans zeitgleich abreisen, darf nichts schiefgehen. Jetzt haben sie noch einen Kurszug davor gezogen. Die Weiche läuft nicht um und lässt sich auch nicht umpumpen. Weiche lässt sich nicht stellen, Stadionbrücke. 86, die Stadionbrücke auswärts, kommen. Sascha Hallemeyer? Im Bereich Sorststraße ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Dieses Schild wurde wohl umgestoßen. Könntest du das bitte vor Ort regeln? Fahren wir rüber zur Sorststraße und dann hauen wir das Ding da wieder rein. Noch ist vom Großkonzert wenig zu spüren. Im Norden von Hannover ist ein Stück Schiene defekt. Darauf weist eigentlich ein Verkehrsschild hin. Fahrdienstleiter Sascha Hallemeyer muss technische Pannen und andere Probleme im Streckennetz lösen. Ja, wir haben hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung in dem Kurvenbereich. Da ist ein Geschwindigkeitsschild umgefallen. Das müssen wir schnell wieder aufrichten, damit die Kollegen hier nicht durch die Kurve heizen. Denn fährt ein Kollege hier zu schnell, könnte die Bahn sogar entgleisen. Hier in dem Bereich sieht man ganz gut, hier fehlt die Führungsschiene. So, das ist hier rausgebrochen auf diesem ganzen Abschnitt. Deswegen diese Geschwindigkeitsbegrenzung. Und das muss halt, wie gesagt, erstmal von der Fachabteilung wieder ausgebessert werden. Oder gegebenenfalls muss das Stück auch rausgetrennt werden und ein neues Stück Schiene eingesetzt werden, damit wir hier wieder dementsprechend mit 50 km/h auch wieder langfahren dürfen. Doch so lange gilt Tempo 30. So, das ist das Schild. Das weist darauf hin, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung hier zu Ende ist, die wir in diesem Kurvenbereich hatten, damit die Fahrer und Fahrerinnen wissen, jetzt dürfen sie wieder Gas geben. So wie Stadtbahnfahrerin Kirsten Zietz. Auch sie ist später im Einsatz für das Großkonzert von Helene Fischer. Also, wenn mal im Radio ein, zwei Lieder kommen, höre ich mir das gerne an, aber ich muss nicht unbedingt auf ein Konzert. Das gönne ich dann anderen und freue mich dann, wenn sie gute Laune haben und ich sie halt hin und her transportiere. Seit 8 Jahren fährt sie Stadtbahnen in Hannover. Ich habe vorher was ganz anderes gemacht. Zahntechnik habe ich vorher gemacht. Ich habe Zahnersatz hergestellt, Prothesen und Kron. Und bin dann zu Öster gekommen, durch einen Bekannten, der hier auch schon gearbeitet hat, habe ich mir das halt angeguckt. Und er meinte, bewirb dich einfach mal. Und das hat dann auch geklappt. Rund 300 Bahnen und Busse sind täglich im Einsatz. Koordiniert werden sie hier, in der Leitstelle. Für die Mitarbeiter gibt es bei solchen Großveranstaltungen immer noch mehr zu tun. Zusatzwagen müssen ran. So, seid ihr soweit? Jetzt ja. Ganz kurz, Helene Fischer Abfahrt. Wir haben über 9000 Fahrgäste. Wir haben 2 zusätzliche E-Wagen noch organisieren, somit haben wir 9 E-Wagen. Wir stellen einen Zug oben an der Stadionbrücke ab in der Kernlage. Wir werden 2 Züge gleich in der Auestraße abstellen. Kleines Fest. Bist du aber sicher, dass die pünktlich um 23 Uhr Feierabend macht? Wir gehen davon aus, 23 Uhr, ja. Ich glaube, länger dürfen die auch im Stadion gar nicht singen. Andreas Schröter ist Funker für die Stadtbahnfahrer und Fahrdienstleiter. Zusätzlich hält er heute Kontakt zu den Fahrern der Sonderwagen. Du machst Stadionbrücke, du kriegst eine Unterstützung, Waterloo, wie immer. Okay. Auf geht's. Auf geht's. Weiter geht's auch für Sascha Hallemeyer. Als Fahrdienstleiter repariert er kleine Mängel von Bus und Bahn vor Ort oder kümmert sich bei Unfällen um Fahrer und Fahrgäste. Ja, 98,3, ich höre. Hörst du bitte mal Paracelsusweg an. Dort hat Stadtbahn Verkehrsunfall mit Pkw, mit Personenschaden. Ist das schlimm? Ja, im ersten Moment hörte sich das Ganze ein bisschen schlimm an, aber hoffen wir mal, dass es nicht ganz so doll ist. Ja, okay, gut, alles klar. Aber mit VOD das komplette Programm. Ja. Ja, gut. Sascha muss sich beeilen, denn am Unfallort steht jetzt alles still.
Die Unfallbahn blockiert die Strecke. Folgebahnen haben Verspätung und Fahrgäste müssen warten. Und auf der Anfahrt ist es dann schon so. Man überlegt, was erwartet einen da, wie schwer ist die Person verletzt. Es ist halt immer ungewiss, was einen da vor Ort erwartet. Sonderrechte wie Blaulicht hat Sascha keine. 98,3 vor Ort. Zunächst kümmert sich Sascha um den Stadtbahnfahrer. Er steht unter Schock. Ich glaube, er war in dritter Position oder so. Und dann parallel gefahren und dann einfach rum. Und dann ist er hier vor meiner Bahn, habe ich nur wahrscheinlich noch ein paar Meter geschoben. Ja. Vermute ich mal. Und dann hat er die Karre aber noch irgendwie rausrangiert und ist dann hier wieder. Ach, das ist nicht. Deswegen gibt es nicht die Endposition, sondern er stand direkt hier vor meiner, okay, vor meiner Kupplung. Ne? Gut. Ich habe also echt gedacht, hoffentlich hat er sich da nichts getan. Ja. Das war ganz schön rein da. Ich dachte, also wenn du mit so einem Ding da drüber fährst oder so, ist so ein Gefühl, du fährst da irgendwie drüber vielleicht. Ne? Ja, ja. Jetzt geht's noch weiter. Hoffentlich kommt die Karre jetzt zum Stehen. Und scheiß Gefühl, ne? Ja, ja. Und du hast wirklich, ne, ich dachte so, oh Gott, wenn ich dem da irgendwie den Kopf. Ja. Ja, man ist halt, steht unter Schock erstmal. Ne? Das sind ja nicht so alltägliche Geschichten, die man hat. Und weiterfahren tut er heute auch nicht. Genau. Der wird jetzt zum Betriebshof gebracht. Dort kümmert sich dann sein Vorgesetzter um ihn. Der verletzte Pkw-Fahrer ist bereits im Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer ist parallel zur Stadtbahn gefahren und ist dann verbotenerweise links abgebogen. Der Kollege konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so kam es dann zum Zusammenstoß. Leider kein Einzelfall. Noch sitzen die Fahrgäste im Zug. Wir müssten sie jetzt irgendwie herauskriegen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Hier ist auch ein Tritt. So, genau. Dann geben Sie mir Ihr Fahrrad. Ja. Omnibus-Ersatzverkehr wird eingerichtet. Ich hab ja mal fahren. Ich kann genau, ja nicht zur Neuschemeyer-Brücke. Da fährt doch der normale die Bahnverkehr. Perfekt. Genau. Ich guck jetzt mal. Alle sind raus. Aber eine Sache noch nicht. Die Blackbox. Ziehen wir hier die Speicherkarte. Dort sind sämtliche Daten von dem Fahrzeug aufgezeichnet. Geschwindigkeit, Bremsweg. Und alles, was dazugehört, das wird dann ausgearbeitet und gilt eigentlich in der Regel immer als Entlastung für den Fahrer. Die Schuldfrage wird geprüft. Auch Sascha hatte mal einen Unfall, vor 15 Jahren, als er selbst noch Stadtbahnfahrer war. Da habe ich mir ein Auto die Vorfahrt genommen, der ist bei Rot über die Ampel gefahren. Und ich hatte da auch volle Geschwindigkeit drauf und den habe ich dann an der Seite erwischt. Und dann 35 Meter habe ich den quasi weggeschossen. Da war noch eine schwangere Frau mit an Bord. Gott sei Dank wurde da keiner verletzt. Der Schock, der sitzt einfach in den Gliedern und das braucht ein paar Stündchen, bis man sich da wieder von erholt hat. Die Unfallbahn muss von der Strecke. Auch das regelt Sascha selbst. Je länger die Strecke gesperrt ist, umso mehr wird der Betriebsablauf gestört. Und von daher müssen wir mal schon zusehen, dass wir das alles schnell wieder in die Wege kriegen. Ja? Und je angenehmer ist das auch für die Fahrgäste. Die müssen jetzt mit dem Bus die ganze Zeit fahren. Und müssen dann immer umsteigen. Ist natürlich auch nicht toll. Die Strecke ist wieder frei. Und die Unfallbahn zurück auf den Betriebshof Glocksee. Hier wird sie später repariert. Kirsten Zietz ist unterwegs mit der Linie U3. Einer ihrer Stopps ist die Haltestelle Stadionbrücke. Von hier reisen die meisten Fans an und ab. Denn ganz in der Nähe ist das Stadion. Dort spielt Helene Fischer vor 40.000 Menschen. Und 9.000 reisen mit der Stadtbahn an. Eine Zahl, die Kirsten zumindest früher nervös machte. Ja, definitiv. Also am Anfang war so, oh, hoffentlich gibt man den richtigen, wir haben eine Zahlenkombination, die wir für Ziele eingeben, hoffentlich gibt man das Richtige ein, hoffentlich hat man keine Störung. Also das ist das Übliche, was man am Anfang immer hat. Man ist dann immer sehr nervös und hoffentlich klappt alles und ja. Langsam geht's los. Zum Konzert hin kommen die Fans noch kleckerweise,
Zurück aber wollen sie alle auf einmal. Dann haben die Verkehrsbetriebe Stress. Dann kommen etwas geballt die Leute. Jetzt haben sie, jetzt sind sie ja ein bisschen, haben sie sich ein bisschen aufgeteilt und wir hatten 2 Stunden Zeit, die anzufahren. Und wenn das zu Ende ist, ja, dann kommt natürlich die gesamte Mannschaft auf einmal. Helene Fischers Vorband spielt bereits und Sascha hat einen ungewöhnlichen Auftrag. Haben Sie das eben gemeldet zufällig? Ja, ja? Richtig. Aber was ist das für eine Firma, die so einen Fusch macht? Man muss doch, wenn man Feierabend macht, muss man doch gucken, sind da noch Tiere drin? Dann kann man, wenn da Tiere drin sind, kann man keinen Feierabend machen. Aber jetzt scheinen ja alle raus zu sein. Nee. Wo soll denn noch welche sein? Kannst du ihn zeigen? Ja, sehr gerne. Was diesen Mann aufregt, sind 4 Tauben. Denn die sind gefangen. Ja, aber klären Sie sich mal auf, sind diese Netze neu? Ja. Wann wurden die denn gespannt? Die Firma ist jetzt seit 3 Tagen da jetzt so etwa bei. Ich meine, es ist ja nicht sinnvoll, wenn die Tiere, die verenden jetzt, fallen vielleicht in die Netze rein und dann haben sie das Skelett, gucken so hoch, haben sie ein schönes Skelett, was sie sich jahrelang angucken. Ne? Eigentlich nicht Saschas Job, denn die Netze hat eine andere Firma gespannt. Aber von allein kommen die Tauben nicht raus. Das Einzige, was das mit uns zu tun hat, ist, dass wenn wir da jetzt einen Riesenfass aufmachen, die Feuerwehr kommt, die Feuerwehr sich hier platziert und die Stadtbahnen nicht fahren können, nicht sehr praktisch und gut wäre. Hakt es an einer Stelle, kommt es oft auch zu Verspätungen bei anderen Stadtbahnen. Ausgerechnet am Konzerttag. Ja, wir sind schon da. Könnt ihr euch vielleicht so hinstellen, dass wir hier nicht behindert werden? Das ist da. Da ist das Netz, wo die Tauben gefangen sind. Der Herr mit der grünen Hose, der hat das beobachtet. Hier wurden wohl neue Netze gezogen und da sind jetzt wohl 2, 3 Tauben eingesperrt. Und da oben sitzt schon eine, da in dem Bereich. Nein, dafür ist man sich überhaupt nicht zu schade, weil es geht ja immer im Endeffekt um die Abwicklung unseres Verkehrs, dass der reibungslos läuft. Und das hat damit ja auch zu tun, wenn die Feuerwehr sich jetzt hier hinstellen würde und wir hier nicht durchkommen. Kriegen wir das so hin, dass wir nicht beeinträchtigt werden hier im Stadtbahnbereich? Ja gut, ich muss mich noch mit den Kollegen gut schließen, die dann gleich kommen, wie die das sehen. Ansonsten machen wir auch noch eine Drehleiter einmal da oben, wenn wir arbeiten wollen, dann eine Drehleiter. Aber das könnten wir dann gegebenenfalls vielleicht auch hier vom Görlersteig machen. Weil wir haben jetzt das Helene Fischer Konzert. Wenn wir jetzt hier stehen würden, das würde uns so ein bisschen das Glück brechen. Ja? Ja, prima, danke schön. Ich meine, Tauben, der eine mag sie, der andere nicht. Ich bin auch nicht von begeistert, aber es ist kein Grund, die Tiere einfach einzufärchen und zuzumachen und Feierabend und fertig aus. Jetzt mal gucken, ob du das Junge mit der Hand kriegen könntest. Das ist natürlich jetzt schon eine große Ausnahme hier, was die Tauben angeht. Das hat man wirklich nicht alle Tage. Aber das zeigt wieder, wie abwechslungsreich der Job ist und dass es jeden Tag immer was Neues gibt. Und ja, das macht es so interessant. Tauben gerettet. Das ist ein kleines Leben. Also wir werden hier überhaupt gar nicht beeinträchtigt und von daher läuft das alles nach Plan. Kurz nach 21 Uhr. Helene Fischer spielt. Kirsten ist jetzt zunächst selbst Fahrgast und auf dem Weg zum Betriebshof. Dort übernimmt sie einen Sonderzug. Wir fahren jetzt nach Glocksee, weil da stehen noch die da stehen auch unsere E-Wagen. Und dann bereiten wir die vor, weil um 22.15 Uhr geht es ja dann los mit der Abfahrt. Und dann wird es voll. 9 Sondereinsatzwagen rücken deshalb aus. Man sieht oben an der Beschriftung dann, dass sie extra dafür ein großes E für Einsatzwagen, Ersatzwagen, Verstärkungszug und dann das Ziel mit drauf. Und dann sieht man auch, ob jetzt Stadionbrücke draufsteht oder Hauptbahnhof, dass die Fahrgäste auch wissen, dass sie jetzt nicht weiter als Hauptbahnhof kommen.
Sascha ist auf dem Weg zum Stadion. Das Schlimmste wäre halt, wenn ein Zug uns während der Abfahrt nicht zur Verfügung steht, beziehungsweise uns unterwegs wegen einer Panne liegen bleiben würde. Das wäre so das Schlimmste, was uns passieren kann. Dadurch wird sich das dann dermaßen schnell aufstauen alles. Und dann werden mit Sicherheit auch die Fahrgäste ungeduldig, weil es ja auch schon spät ist, mitten in der Woche. Die Leute wollen schnell nach Hause. Und wenn die dann noch stundenlang da auf eine Bahn warten müssten, das wäre so die größte Katastrophe, die uns eigentlich hier passieren könnte heute. 22 Uhr. In einer Stunde ist offiziell Konzertschluss. Dann wird es für alle stressig. Doch bis dahin freut man sich über ein Video des Kollegen. Oh, herrlich. Der ist ja voll dabei. Das ist klasse. Da steht was los. Ja. Schön. So, wir gehen jetzt nach Gleis 12. Da steht mein 3000er, Drei-Wagen-Zug. Den bereite ich dann soweit vor. Und dann gucken wir mal, was Helene Fischer Abfahrt bringt. Ich denke mal, alle sind hochkonzentriert jetzt. Das ist jetzt ein reines Funktionieren. Also, Konzert ist offiziell um 23 Uhr beendet. Und wir stehen dann da halt quasi jetzt noch ein kleines bisschen, dass wir vorbereitet sind, wenn die Abfahrt geht. Oder falls ein paar Gäste vorher schon gehen, dass wir gewappnet sind. Ja, ich kann sonst kurz hingehen und Bescheid geben. Ja, der möge sich bitte über Funk melden und abfahren und Auestraße aufstellen. Und wenn der Kollege raus ist, dann kannst du hinterherziehen, auch in die Auestraße kommen. Aufregend, aber das ist gerade das, was hier Spaß macht an dem Arbeitsplatz, dass man sich auf neue Situationen einstellen muss und kann. Und ja. Jetzt sind wir an der Stadionbrücke, jetzt geht's gleich los. Großer Ansturm. Die Leute können kommen, wir sind vorbereitet. Auch ein Sicherheitstrupp hat sich hier positioniert, angeführt von Melanie Ribbentrop. Das Team sorgt gleich dafür, dass die Stadtbahnen nicht überfüllt sind und niemand auf das Gleis tritt. Unserem Kollegen DGI werde ich dann Abend, hallo. Kundenkontakt halten. Ich bin das und die Frau Thibault auch. Guten Abend. Hallo. Hallo. Wie positioniert ihr euch? Genau, die Einteilung ist gerade schon erfolgt gewesen. Die Kollegen stellen sich nach wie vor nach der Aufteilung und nach der Größe so ein bisschen an den Bahnsteigkante. Ja. Hier vorne wird auch mit jemand stehen, wenn es zu voll wird, dass dieser Eingang auch noch oder der Gang mit genutzt wird. Ja. Und dann, ja, wenn die Bahnen voll sind, stellen sie sich vor die Türen, dass dann die Abfahrt losgehen kann und die nächste Bahn kommt rein. Super, prima. Das kriegen wir hin. Natürlich. Vielen Dank schon mal im Voraus. Gerne. An dieser Haltestelle wird es gleich sehr voll. Falls es technische Probleme gibt, kann Sascha sie direkt beheben. Auch Kirsten Zietz fährt in Richtung Stadionbrücke. Ein bisschen nervöser bin ich jetzt schon, weil, ja, mal gucken, ob alles so funktioniert. Hinter der Linie 7 bekommst du Abfahrt. So, jetzt fahren wir in die Kernlage. Wechseln den Fahrerstand, dann melde ich mich an, dass ich jetzt hier bin. Und dann steigt die Aufregung, dann warten wir ab. Die Kehranlage funktioniert wie ein Kopfbahnhof. Der Zug fährt ein. Kirsten Zietz geht zur anderen Fahrerkabine und fährt von hier ab zur Stadionbrücke. Aber erst, wenn die Menschenmasse kommt. Das hier ist nur die Vorhut. 23 Uhr. Helene spielt noch. Trotzdem, für Melanie Ribbentrop wird es ernst. Sie hofft, dass heute alles gut verläuft. So wie immer also. Gehen Sie bitte auch noch weiter nach hinten durch. Dankeschön. Alles gut, passt. Melanie ist selbst auch Helene-Fan. Ich? Ja, ich finde die echt ganz cool. Ne? Die ist echt hübsch, ihre Shows sind ganz gut. Also Job ist immer so die eine Geschichte und das Konzert halt was anderes. Diese Fans wollen der Masse entkommen und sind deshalb früher los. Noch reichen die regulären Stadtbahnen. Doch in der Leitstelle macht man sich bereit für den Massenansturm. 382. 382 steht Auestraße. Ja, komm. Du kannst dich in Bewegung setzen Richtung Stadionbrücke. In die Kehranlage bitte. 381 kommen. 381, bin abfahrbereit in der Stadionbrücke. Ja, prima. 382 kommen. Konzertschluss. Die Masse rückt an.
9000 Menschen. Stadtbahn, ich komme an alle. Wir haben jetzt die Abfahrt von dem Großkonzert. Helene Fischer, bitte die Funkgespräche auf das Notwendigste reduzieren. Genau, hier können Sie runter, steigen Sie hinten ein, haben Sie ein bisschen mehr Platz. Genau. Richtung Wegbergen, können Sie aber auch hier lang gehen, können Sie vorne einsteigen. Wir versuchen, die ein bisschen aufzuteilen, weil wir sonst hier so einen riesen Stau haben. Und das ist natürlich dann auch gefährlich, wenn die Bahn hier durchfahren. Und hinten ist es oftmals dann leer. Und deswegen haben wir hier extra noch einen Zugang, um den hinteren Bereich auch zu besetzen. So können wir das hier so ein bisschen aufteilen, weil es ja doch relativ schmal ist. Der zur Hauptbahnhof? Fährt alles. Also hier können auch hier lang gehen und dann hinten einsteigen. Alle Bahnen fahren jetzt bis zum Hauptbahnhof. Genau. Das bin ich. Dann jetzt geht's um. 381 hört kommen. Hinter der Linie 7, wenn die abfährt, kannst du in die Haltestelle fahren. 381 hat verstanden. So. Das waren 382. So, wenn die Linie 7, da vorne weg ist, dann starten auch wir mit unserem E-Zug. Und dann geht's los. Hinten ist auch noch Platz. Einmal durchgehen, bitte. Die meisten denken, es gibt nur diese eine Tür von dieser Bahn, weil sie da am meisten wieder aussteigen müssen wahrscheinlich oder am ehesten am Bahnhof zu den anderen Gleisen auch noch kommen. Deswegen ist das so der kürzeste Weg, warum man dann hier gleich immer gleich vorne einsteigt. Bitte! Alles gut! Vorsicht, bitte. Es sind halt sehr, sehr viele Leute und alle wollen eine Bahn bekommen. Und dementsprechend, ich meine, wir haben Protec, wie man gesehen hat, vor Ort, die dann auch schön dafür sorgen, dass die Leute nicht einfach über die Gleise laufen, wenn man anfährt. Aber schon noch ein Augenmerk haben. Manche sind immer dazwischen, die noch einfach dann loslaufen. Man muss schon mehr aufpassen, weil es halt einfach mehr Menschen sind auf einer Stelle. Doch die kommen plötzlich nicht weiter. Es fehlt jetzt ein E-Wagen. Ich weiß nicht, warum der nicht rauskommt. Ja, das staut sich dann natürlich alles, wenn wir da nicht zügig die E-Wagen hintereinander wegfahren lassen. Jetzt stehen sie hier auch schon. Das ist ein bisschen ungünstig. Jetzt haben sie noch einen Kurs doch davor gezogen. Ein bisschen unglücklich jetzt. 385 kommen. Die Weiche läuft nicht um und lässt sich auch nicht umpumpen. Nur geil. Bis zur Hälfte. Da klemmt. Kommen. Kriegst du auch nicht zurückgepumpt? Ich habe gerade versucht. Ich könnte es ja noch mal versuchen. Also, die lässt sich nur bis zur Hälfte umpumpen. Ich versuch's noch mal. Ja, gib dein Bestes. Du wolltest jetzt aus der Kernlage raus, richtig? Klar. Weiche lässt sich nicht stellen, Stadionbrücke. Genau das, was nicht passieren sollte, ist passiert. Ein E-Wagen für die Massen fehlt. Stadtbahn, welcher Zug steht jetzt Stadionbrücke auswärts? 86 steht Stadionbrücke auswärts, kommen. Mit welchem Ziel? Ja. Brücke kommen, aber da steht auch noch 85 drin. Ja. Hi, hast du Probleme mit der Weiche hier? Nee. Alles klar, okay, gut, weil ich habe gerade Anruf gekriegt, dass wir hier irgendwie eine Weichenstörung haben. Ja, das war der 85, der in der Kernlage war, der konnte die Weiche nicht stellen. Guck jetzt mal, wie es bei mir gleich wird. Gut. Ja, wir hatten jetzt gerade eine Weichenstörung. Der E-Wagen, der kam nicht aus der Kernlage raus. Deswegen ist der Kurszug eben noch davor gerutscht. Und jetzt gucken wir mal, ob die wieder vernünftig läuft. Nicht, dass wir das jetzt nochmal haben. Das wäre doof. Noch immer strömen tausende Menschen aus dem Stadion. Helene! Die Weiche ist defekt. Sascha muss selbst ran.
Nee, das brauchen wir gar nicht. Das ist so eine Geschichte, die müssen wir dann nicht haben. Denn das dauert. Und am Bahnsteig wird es noch voller. Weil es einfach die Zeit einfach nicht dafür da ist, um die Züge so lange festzuhalten. Wir müssen ja zusehen, dass wir hier immer nachrutschen. Und wenn dann sowas dazwischen kommt, dann staut es sich halt. Von all dem hat Kirsten Zietz nichts mitbekommen. Sie ist schon längst woanders. Haltestelle Waterloo. Von hier sind es noch 3 Stationen zum Hauptbahnhof. Grüß dich. Na du? Weißt du Bescheid, wenn sie da kommen, fährst du los, ne? Okay, machen wir so. Perfekt. Tschüss. Es ist immer ein Zusammenspiel von uns allen, also von der Leitstelle, von Protec, von den Fahrern, von den Posten vor Ort. Das ist immer eine Kommunikation so untereinander, dass das alles so reibungslos wie möglich abläuft. Sascha muss immer noch die Weichen von Hand stellen. Und zwar so lange, bis alle Fans abgefahren sind. Ein Stück weiter nach hinten durch. Eine weiter, bitte gehen Sie noch ein Stück weiter durch. Da ist noch Platz. Zum Hauptbahnhof fährt diese Bahn, ja? Markthalle. An der Markthalle aussteigen, genau. Genau, gerne. 24 Uhr. Seit einer Dreiviertelstunde regelt Sascha den Stadtbahnverkehr. Mit Erfolg. Denn der Bahnsteig leert sich. Tschüss, schönen Abend noch. Dankeschön. Danke. Für Melanie und ihr Team ein erfolgreicher Abend. Alle Menschen sind gesund von hier weggekommen. Bald haben alle Feierabend. 381 hört kommen. 381, hab verstanden. So, jetzt habe ich jetzt zum Beispiel schon meine Anweisung gekriegt. Vom Hauptbahnhof fahren wir gleich wieder zurück. In den Heimathafen. Zum Betriebshof Glocksee. 12:30. Gleich hat auch Andreas Schröter Dienstschluss. Sein Fazit? Etwas unerwartet, weil andere Situation war, als wir gewohnt waren. Aber hat auch alles hervorragend geklappt. Wir haben alle Fahrgäste wegbekommen. Und auch Sascha Ahlemeier hat es endlich geschafft. Feierabend. Das mit der Weichenstörung, das ärgert mich ein bisschen. Aber ich glaube, dass es jetzt die Fahrgäste nicht groß gemerkt haben und die trotzdem schnell und sicher nach Hause gekommen sind. Klar, sowas ärgert einen, aber es passiert nun mal. Aber im Großen und Ganzen ist alles ganz gut verlaufen. So, Feierabend, jetzt geht's nach Hause. Okay. Tschüss.